Spekulationen, in Tirol gäbe es mutmaßlich einen Verdachtsfall von Ebola, sind eindeutig ausgeräumt. Der bis dato ungeklärte Tod einer britischen Staatsangehörigen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in ihrer Wohnung im Tiroler Unterland aufgefunden wurde, hatte die zuständige Landesbehörde umgehend veranlasst, Proben vom Körper der Toten zu nehmen. Die Bekannten der Frau haben der Polizei gegenüber mitgeteilt, dass die Frau in Nigeria aufhaltig war. Und nachdem Nigeria ein Verdachtsland für Ebola ist und der Sprengelarzt die Totenbeschau durchgeführt hat und im Zuge der Totenbeschau einen viralen Infekt nicht ausschließen konnte, haben wir das Ausschlussverfahren gewählt und haben Proben aus der Leiche gezogen, um sie im Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg prüfen zu lassen. Das Deutsche Tropeninstitut ist Kommunikationszentrum der Weltgesundheitsorganisation und hat im Bereich Ebola grundlegende Forschungserfahrung. Und dieses Ergebnis liegt nunmehr vor und es ist sehr erfreulich, dass also keine ansteckende Krankheit festgestellt wurde. Dem raschen Handeln der Behörde ist es zu verdanken, dass es im Tourismusland Tirol nicht zu unnötigen Irritationen gekommen ist.